Was geht ab, Friends? Marty vom Blebau hier. Wir haben 6 Too Good To Go Läden in Frankfurt für euch getestet, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Ganze Familie kann davon essen. Das hier, 4 Euro. Ich war persönlich von einem Laden wirklich sehr enttäuscht. Ich mach's kurz, springt in das Video rein. Viel Spaß in Frankfurt und seid gespannt auf das Ergebnis. Let's go! Ja. Bro, Mama, gerade soll ich dir Wasser aber gekauft, oder? Das ist gerade. Okay, Freunde, wir haben hier diese Tüte von Ditch, 4 Euro. Mal sehen, was drin ist. Also wir haben hier irgend so eine Panini wahrscheinlich. Genau, wir haben so eine Panini-Pizza. Oh, sieht schon geil aus. Was haben wir hier? Ich mach's hier schnell, Freunde, weil wir haben richtig Hunger, wir sind sogar aggressiv. Wir haben ein paar Leute hier im Hotel angeschissen, weil die unser Platz geklaut haben. Hier haben wir so eine Laugenstange mit geile Speck, die hier eine Brezel mit Speck und Käse. Und hier haben wir, was haben wir hier? 2 Croissants, wahrscheinlich sind das Buttercroissants, wie sie ja genannt sind, Buttercroissants. Für 4 Euro schreibt es unten rein, ob es euch 4 Euro wert ist. Und jetzt kommt das Herzstück unserer Bestellung. 2 Tüten Nordsee. Tüte auf, Tüte zu, mal sehen, was kommt jetzt. Okay, hier haben wir so eine Box. Oh, das sieht vielversprechend aus, Freunde. Ratet mal, was es ist. Oh! Bruder. Warte, gibst du, Bruder? Boah! Abo, was ist das? Diese Fischnuggets oder was? Boah! Fischnuggets. Geil. Wie viel? Boah, ich hab hier alles kaputt gemacht. Sorry an die Putzfrau. Wir lassen ein bisschen trinken, kein Problem. 12 Fischnuggets. Heide. Schmeckt sehr gut. Sehr lecker. Kann das sein? Oh, Salat für die Gesunden und euch für die Gesunden. Ja, du musst mit Hand essen, Bruder. Mit Garnelen. Mit Protein, Ei. Was haben wir noch? Wir haben so ein Baguette mit Fisch. Oh, sieht geil aus. Sieht geil aus, auf jeden Fall. Und Balsamico-Dressing, das ist wahrscheinlich für Salat. Das ist deine Schoko, Bruder, das ist für dich. Bruder, ich dachte, das ist Pudding, so Schokopudding, hat mich richtig gefreut. Was haben wir jetzt in zweiter Tüte? Wahrscheinlich wieder dasselbe, mal sehen. Okay, wir haben wahrscheinlich dasselbe. Ja, wir haben dasselbe. Also die ganzen Sachen, Brezen mit Speck und Käse, Croissants, dann diese Pizza, Salat, 25 Fischnuggets, 3 Baguettes, haben 12 Euro gekostet. Schreibt mal rein, ob euch das wert ist. Jetzt kommen wir zu Kaufen für Los, die haben wir auch auseinandergenommen. Da haben wir auch den Schnorrer-Modus angemacht. Und Starbucks, jetzt kommen die. Aber wisst ihr, was ich krass finde? Ich verstehe nicht, warum alle Too Good To Go so abscheuen. Ja, du hast kein Geld, Tamam. Ja, Tamam, wir können nicht alle so reich wie ihr sein. Ah, blöd, deswegen hast du Geld. Jetzt haben wir unsere zweite Tour gestartet, Starbucks und Coffee for Lows, ihr habt es gesehen. Coffee for Lows ist ein Underdog, also eigentlich Starbucks ist ja krasser, oder? Ich weiß nicht, was krass ist. Was denkst du? Also, keine Ahnung, Bruder, ich hab nicht. Auf jeden Fall, die Tüte von Coffee for Lows ist gefühlt 10 Kilo. Man sieht schon, zeig mal Starbucks. Man sieht, mach auf, Tüte auf. Man sieht auch, die waren gar nicht vorbereitet. Starbucks so, ah, Too Good To Go. Warte, warte, wir haben noch keine Tüte. Da hat er schnell irgendwas reingemacht und fertig. Auf jeden Fall, wir haben so ein Panini mit Schinken und Schinken und Käse und irgendeine komische Soße. Wir haben einmal Croissant, wahrscheinlich Buttercroissant, wie es aussieht, und so ein Schokobrötchen. Ihr kennt die Schokobrötchen. Mal sehen, ob das frisch ist. Croissant. Schon echt trocken, Digga. Übrigens, wenn ihr solche fühlen wollt, Lidos Ketchup, ihr könnt eure Hunde personalisieren lassen und einfach auf Füllen drücken. Unterstützt mich, gönnt's einfach. Und noch ein paar Nudeln haben wir von Starbucks mit diese Rustical Italiano, irgendeine so komische Mischung. Mal sehen, ob es schmeckt. Ich glaube, das wird schon schmecken, aber es ist schon ziemlich wenig im Vergleich zu Coffee für Lows. Mal sehen jetzt, was unser, wie nennt man, goldene Gans oder wie nennt man das, Bruder? Aber sag mal, goldene Sprichwort. Bruder, es ist einfach größere Menge. Okay, Bruder. Keine Ahnung. Okay, wir haben hier, Bro, hast du schon gegessen oder warum ist das so? Bruder, hast du auf dem Weg gefetzt? Na, Bruder. Okay. Vielleicht hast du gefetzt. Bruder, vielleicht nicht, dass dein Junkie genommen hat. Wir haben hier eine Tüte mit einem Croissant, das ist Standard bei allen. Wir haben hier eine, boah, das ist wie so Mystery Box, Bruder, wie bei FIFA, diese Karten. Wenn ich aufmache, du isst. Na, du. Na, Bruder, ich bin schon satt, Bruder. Ich auch. Diese Nordsee hat mich auseinandergenommen. Und warum wir so viele Tüten haben? Weil Marcel eigentlich alles wollte. Also, ja, Bruder, bestellen wir doch 2 Tüten. Er hat sogar gesagt, wir sollen 2-mal von Starbucks bestellen und 2-mal vom Kopf. Wie los?
Jetzt haben wir mach hier einen so eine Sandwich, Bruder. Bruder, ich, wenn ich beiße, Bruder, es kommt direkt raus. Sofort nicht, ich muss auch, mach eine Beiß. Ich muss noch diese Garnelensalat beißen. Bruder, die glauben nicht, dass du isst, wenn du keine beißt. Also, Bruder. Ah, jetzt musst du essen, Bro. Was at this moment that he knew. He fucked up. Boah, wir haben so eine Bagel. Boah, no, mach keine Beiß, den ess ich. Du hast schon. Pastrami Bagel. Das ist für mich, Bruder. Das esse ich zu 100%. Na, Bruder. Boah, ich esse, Bruder. Ich hab das dran gelegt. Das ist Coffee Fans. Das hier 4 Euro. Warte, okay, Salat nicht. Aber diese Bagels, diese Croissant und diese alle Sandwiches, einfach 4,80 Euro. Und das hier ist. Das ist Starbucks einfach. Für 4 Euro. Aber 4,80 Euro gönnt ihr. Wo könnt ihr für 4,80 Euro so viel holen? In New York kostet so ein Bagel 15 Dollar. Jetzt gönn ich mir einen Granaji. Bruder, ich sag dir, ich dachte, welche Käse von Starbucks riecht so krass intensiv. Und da habe ich gesehen, deine Füße, Bruder. Die nehmen alles auseinander. Oder du musst diese Karparfüm machen. Nach Fuß. Freunde, wir waren jetzt bei wem waren wir, Bruder? Blenden die kurz ein, wie die heißen, ich habe vergessen. 3,50 Euro kostet diese Bag. Der soll anscheinend im Wert von 10 Euro sein. Mal sehen, was wir haben. Wir werden ihn komplett aufreißen, erstmal direkt. Okay, wir haben ein Croissant. Ich glaube, das ist sogar. Boah, das ist, wie heißt das, Bruder? Mandel-Croissant. Echt? Mandel-Croissant, ja? Die fährt sich. Boom. Das ist krass, Bro. Sehr gut. Dann habe ich hier so eine kleine Croissant, Bruder. Wahrscheinlich leer. Butter. Ja. Noch eine Butter. Also der Laugeneck. Brezel. Und dann, was ist das? Das kann krass sein. Lass mal aufmachen. Mit Hackfleisch, Bruder. Oh. Komm, lass dein. Bruder, das ist krass. Auf jeden Fall, Freunde. Ich hab schon Blähbauch von dieser ganzen Tour. So viel Kohlenhydrat habe ich noch nie gegessen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben richtig krass Hoffnung jetzt für die letzten Laden. Das ist ein dünner Laden und der gibt eine Box für 12 Euro auf 4 Euro. Mal sehen, ob wir hoffen, dass er Döner gönnt. Mal sehen, wenn das gibt oder Pide mit Dönerfleisch. Das wäre krass. Ja. Bruder, hier sieht aus wie Hühnerstall, aber weißt du, was sollen wir machen, Bruder? Ist halt, wir arbeiten hier, weißt du, wir sind auf der Arbeit. Wir nennen es Essen arbeiten. Richtige Fetzer. Krass, ich bin Jumbo Schreiner. Wir haben 2 Überraschungstüten gekauft für je 4 Euro, das heißt, wir haben 8 Euro ausgegeben. Und das sind die Überraschungstüten. Der Bre hat irgendwie Mix gemacht, eine Tüte, zwei Tüten, keine Ahnung. Der hat mir eine Tüte gegeben, ich war so ein bisschen... Tüte auf die Tüte. Ich war so ein bisschen erstaunt, habe ich ihn angeschaut, er so, ja, das ist halt alles... Ich dachte mir, okay, tamam, dann egal, wir machen transparente Tests. Ihr entscheidet, ob euch das 8 Euro wert ist. Wir haben hier einen Salat. Bruder, was ziehst du deine Socke aus hier vor mir? Ich hab schon Blähbauch von euren Test. Boah, was haben die gegönnt, Bruder? Was ist das? Tamam, das ist. Boah, okay, sieht jetzt nicht so krass aus, muss man hier sagen. Boah, so Aubergine. Aubergine, Bruder. Ich hab gehört, dass Fleisch dabei ist. Ich weiß nicht, wie ich. Ich bin jetzt kein Vegetarier, Bruder, muss ich ehrlich sagen. Lass doch mal riechen. 4 Euro. Wir haben gehofft, dass da Fleisch ist auf jeden Fall, weißt du? Mal sehen, was andere. Ich nehme den nicht. Bruder, wenn Fleisch ist, ich nehme das. Ja, Bro, ich nehme. Bro, das ist auch Aubergine, gell? Ist gleiche, gell? Ist gleich Aubergine, Bruder. Heute werden wir vegan essen. Ja, Freunde, man so sieht die aus. Enttäuschung. Ja, man sieht die Enttäuschung, Bruder. Wenn man ein Grillhaus hört, dann denkt man sich auch, tamam, so, weißt du? Bisschen Kebab, bisschen Cevapcici, Bruder. Bisschen Köfte, dies, das, weißt du? Freunde, wir haben alles weggehört. Alter, es hat richtig, richtig geil geschmeckt. Diese Aubergine, diese Käse, oder ich weiß nicht, drin war, glaube ich, mit Hackfleisch gefüllt. Dieses Reis. Es war echt heftig, man. So ein richtig geiles Sommergericht für 4 Euro. Ehrlich, Grüße gehen raus an Pablo Escobar. Pablo Escobar, Grill raus. Digga, hier schon viel. Digga, ich krieg. Grüße gehen raus an Palus Grillhaus. Danke euch. Seid immer dankbar. Wir sind Fettsäcke. Wir dürften uns eigentlich nie beschweren, weil es gibt Leute, die haben kein Essen. Und schreibt unten rein, ob euch das so viel Euro wert ist. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Frankfurt, too good to go Tour.
folgende Tour wird sein: München Too Good To Go Döner Tour. Und like für die nächste Tour, dass sie rauskommt. Wir werden alle Döner in der Stadt Too Good To Like. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Haut rein und lasst uns essen.